zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der Gefangene von Azkaban wurde mittlerweile befreit. Demnach Hauptstory ist abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist alle Sammelkarten zu bekommen. Das hier haben wir alles abgeschlossen. Das ist wunderbar. Dann die Flüge auf Seidenschnabel fehlen noch, wie gesagt. Porträts haben wir auch alle. Und ja. Das wäre dann so. Hier auf den Ländereien fehlt noch ein Geheimnis, fällt mir gerade auf. Aber welches ist das? Depulso! Depulso! Huh. Okay. Ja, wie gesagt, es fehlt mir hier noch ein Geheimnis. Allerdings habe ich wirklich absolut keine Ahnung, was das sein könnte. Vielleicht finde ich es ja irgendwie noch irgendwo. Ah, hier. Hallo. Ja, oder es ist einfach das Geheimnis, dass ich die Flüge auf Seidenschnabel noch machen muss und wenn ich die abgeschlossen habe, dann... Ja. Ich weiß es halt nicht. Was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, war heute, dadurch, dass ich wahrscheinlich die ganze Zeit fliegen werde und es nicht sehr viel spannender werden wird als beim ersten Flug auch, hatte ich mir vorgenommen, ein bestimmtes Thema anzusprechen. Und dadurch, dass das der letzte Part des Let's Plays sein wird, voraussichtlich, wollte ich eventuell schon mal ein kleines Fazit mit einspielen lassen. Hallo Harry, willst du wohl wieder auf dem Hippogreif reiten, was? No, klar. Wenn es keine Umstände macht? Nein, überhaupt nicht, Harry. Solange Murphy schon wieder okay ist. Oh, Moment mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ah, doch, ich weiß doch, wie es geht, okay. Oh, das war's schon? Ja, geil. Sehr gut, Seidenschnabel. Okay, irgendwie muss ich mich hier doch ziemlich konzentrieren. Ich hoffe, das funktioniert mit Quatschen und Spielen gleichzeitig. Geschafft! Ja, was ich ansprechen wollte... Genau so! Ich komme nicht dazu, merkt ihr, weil ich zu konzentriert bin. Das ist irgendwie alles gar nicht so einfach. Man braucht schon irgendwie so seine Übungen dazu. Genau so! Wie viele brauche ich denn noch? Oh mein Gott, ich brauche noch so viele. Die Strecke ist, glaube ich, auch immer mal wieder eine andere. Beziehungsweise sie erweitert sich immer, weil man ja natürlich auch immer mehr Fledermäuse braucht, durch die man durchfliegen muss. Beziehungsweise soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin schon zum zweiten Mal in dieser, Unterführung. Ja, keine so Ahnung. Ist es gut. Oh, ich habe schon geschafft. Sehr schön. Das heißt, ich kann mich jetzt noch darauf konzentrieren, das Thema anzusprechen. Das Thema... Ich habe mehrere Themen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt bin ich schon fertig. Cool. Ja, so ist's gut. Entschuldigung. Ich sagte ja, ich bin noch etwas kränklich. Thema. Gut gemacht, Harry. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Ja, das will ich doch hoffen. Die habe ich mir redlich verdient. So, zweites haben wir geschafft. Drittes folgt sogleich. Viel Glück, Harry. Danke, danke. Ich brauche doch kein Glück, als ich bitte dich. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mehrere Themen ansprechen, aber das erste, woran ich mich jetzt so erinnere, ist... Alles klar! Ich habe... Irgendwann bei irgendwem in den Videos jetzt letztens gesehen, ich glaube, das war bei Apple Pictures. Sehr gut, Seidenschnabel. Habe ich wieder das Thema Pay to Win. Beziehungsweise haben die das Thema Pay to Win aufgegriffen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ja eigentlich alles auch mal darüber quatschen könnte. Nämlich, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, eigentlich müssen wir noch wissen, was Pay-to-Win bedeutet. Aber ich wusste es halt am Anfang auch nicht, deswegen erkläre ich es für einige nochmal. Ja. Pay-to-Win bedeutet, es gibt Online-Spiele, die sind
an sich kostenlos, wie jetzt zum Beispiel Perfect World. Alles klar! Sind an sich kostenlos, aber es gibt die Möglichkeit, indem man sich bestimmte Features in dem Spiel kauft. Sehr gut, Seidenschnabel. Mit richtigem Geld, nicht mit dem Geld, was es in den diversen Online-Spielen da zu sammeln gibt, beziehungsweise mit dem man sich seine In-Game-Items kauft. Genau so! Oh, Scheiße. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Also mit quasi richtigem Geld bezahlte Items, sehr die ihr euch dann Schnabel. In der Spielewelt eurem Charakter geben könnt und mit denen ihr aber gegenüber anderen Spielern einen ziemlichen Vorteil habt. Einfach nur deshalb, weil ihr alles halt richtiges klar. Geld ausgegeben habt, was die anderen nicht tun können oder wollen. Und deshalb quasi diesen Vorteil habt. Also quasi echtes Geld für echte Vorteile. Ne? Wenn man es so nimmt. Und ich persönlich... Gut gemacht, Harry. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Ja, okay, das hören wir jetzt noch öfters. Viel Glück, Harry. Also das ist quasi Pay to Win. Das Spiel ist an sich kostenlos. Und ihr könnt euch entscheiden, gebt ihr dafür Geld aus oder gebt ihr dafür kein Geld aus. Ich mag an sich Spiele natürlich gerne, die kostenlos sind. Und bei denen die Features aber auch allesamt kostenlos sind und bleiben. Wie zum Beispiel Perfect World. Genau, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass man bei Perfect World die Möglichkeit hat, also die Möglichkeit des Pay to Win hat. Es kann aber auch sein, dass ich das einfach nur noch nicht mitbekommen habe, weil ich ja, zu so selten mittlerweile in dem Spiel drin bin. Beziehungsweise, weil ich mich noch nicht genug mit diesem Thema befasst habe, beziehungsweise... Autsch, Hammerseidenschnabel. Genau so! Beziehungsweise, weil ich das in dem Spiel halt einfach noch nicht mitbekommen habe. Ja, hallo Facebook. Scheiße, nein, oh mein Gott, okay, das kann ich glaube ich nicht schaffen. Das hat sich jetzt erledigt, das werde ich wahrscheinlich wiederholen. Genau so! So, und ich selber bin noch kein Opfer dieser Pay-to-Win-Sache geworden. Das heißt, ich hatte noch nie das Problem, dass ich jetzt gegen alles irgendwen klar. in den Spielen angetreten bin, der diese sich selbst erkauften Vorteil-Features hatte. Ich weiß aber von meinen Freunden, beziehungsweise auch von meinem Bruder, dass er schon mal Opfer dieser Pay-to-Win-Fallen geworden ist. Also, was heißt Pay-to-Win-Fallen? Also, es ist auf jeden Fall unfair gegenüber den Spielern, die einfach nur den Spaß haben möchten, ohne dafür groß Geld ausgeben zu müssen. Ja, so ist's gut! Natürlich müssen die... Ja, immer noch Facebook, danke. Natürlich müssen die Spielehersteller sich auch irgendwie ihren Profit, beziehungsweise... Ja! Das... Sie müssen ja irgendwas dafür reinholen, dass sie diese Arbeit machen. Und das ist auch durchaus gerechtfertigt. Oh, das war aber jetzt sehr knapp hier. Na, aber geschafft. Sehr schön. Allerdings finde ich es fies, wenn andere dann dadurch einen Vorteil haben. Gut gemacht, Harry. Mir fällt gerade auf. Und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Viel Glück, Harry. Also wie gesagt, ich finde es einfach unfair anderen Spielern gegenüber. Ich persönlich würde nie Geld für ein Spiel ausgeben, von dem ich weiß, dass ich es... Von dem ich weiß, dass ich es auch ohne Geld spielen kann. Perfect World ist jetzt so ein Beispiel, das ich eigentlich nur habe, weil ich es ja hauptsächlich spiele. Sprich, ich kann nicht wirklich von anderen Spielen reden, weil das Einzige, was ich jetzt kenne, ist alles WoW und League of Legends oder sowas. Und da weiß ich, dass es kein Pay-to-Win gibt. Okay, das war's schon. Ich weiß, dass man hier, glaube ich, nur einen oder höchstens zwei verpassen alles darf. Klar. Und dann was? Dann ist das schon vorbei. Und ich weiß, dass es zum Beispiel bei WoW und LOL, dass es da kein Pay-to-Win gibt. Man kann natürlich bei League of Legends echtes Geld ausgeben. Allerdings ist das Einzige, was man da dann bekommt, einen cooleren Skin. Zum Beispiel.
Also, dass die Figur einfach anders aussieht. Beziehungsweise die Bewegungen und die Attacken anders aussehen. Und das ist aber auch das Einzige. Also man hat keinen Vorteil in dem Sinne, dass man viel stärkere Waffen bekommt oder dass man irgendwie stärkere Attacken dadurch macht, dass man anders aussieht oder so, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall, ergibt das keine Vorteile. Aber das ist noch was ich, ja, was ich vertreten kann. Weil wenn es einfach nur ums Aussehen geht, ja gut, meine Figuren müssen jetzt nicht so mega awesome aussehen. Ich kann auch mit meiner eigenen Fantasie dann quasi mir vorstellen, dass meine Figuren cool aussehen, auch wenn sie noch die, warum zum Henker bleib ich in der Luft hängen, wenn sie noch die ganz einfache Waldläufer-Ausrüstung von Level 15 tragen. Ja, dadurch, dass ich viel und oft zeichne, habe ich mir auch schon manchmal meine eigenen Rüstungen und Co. für meine Charaktere zusammengebastelt. Hört sich blöd an, ist es eigentlich auch, ist aber egal. Seht ihr, ich muss es definitiv wiederholen, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, ist egal. Dann habe ich noch mehr Zeit, um über das Thema zu quatschen. Freut mich sehr. Ich habe erst die Hälfte der Zeit rum, von daher. Oh, du hast es leider nicht geschafft, Harry. Moment, ich habe es doch geschafft. Hast es geschafft, Harry? Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Alle 5 Karten des Satzes gewonnen. Komm bald wieder und versuch deine Rekorde zu brechen. Oh nice, ich hab's doch geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwie ist das damals nicht so einfach gewesen, muss ich zugeben. Da habe ich, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Versuche gebraucht und bin regelmäßig verzweifelt. Gut. Ja. Ah! Okay, wie gesagt. Ich find's ganz cool, wenn das so ist, dass sich euer Aussehen verändert. Aber ich finde es nicht mehr in Ordnung, wenn... Hey, Harry, hier drüben! Wenn die Leute die Möglichkeit haben, durch, durch Geld quasi sich Vorteile zu erkaufen. Dann ist natürlich derjenige mit der größten Geldbörse derjenige, der auch im Spiel am meisten reißen kann. Und das ist unfair denjenigen gegenüber, die das nun mal sich sowas einfach nicht leisten können. Oder sich es auch nicht leisten wollen, wie in meinem Falle zum Beispiel. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock, mein hart erarbeitetes Geld nur dafür rauszuschmeißen, dass ich im Spiel ein bisschen weiterkomme. Beziehungsweise meistens ist es ja noch nicht mal ein, du kommst nur damit weiter, sondern es ist ein, du kommst damit auf jeden Fall schneller weiter. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit in diesen Spielen verbringen würde, und statt jetzt an einem Tag auf Stufe 90 zu kommen, nur weil man 50 Euro hingeblättert hat. Moment mal, WoW ist doch ein Pay-to-Win, was? Ist egal. Jedenfalls, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit auf das Spiel verwendet und nicht innerhalb von einem Tag unbedingt auf Stufe 90 sein muss, dann ist das auch in Ordnung ohne Geld. Ist es auch möglich, so, ohne Geld diese Vorteile zu erreichen. Warum kann ich den Kürbis nicht anzaubern? Ich will den Kürbis anzaubern. Kann ich den anspringen? Nein, ich kann ihn nicht anspringen, schade. Okay. Was haltet ihr von Pay-to-Win? Ich persönlich musste ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so die Erfahrung machen, dass ich jetzt von irgendwem total niedergebasht wurde, bei dem der offensichtlich Geld dafür ausgegeben hatte. Ich habe es aber schon hin und wieder mitbekommen und ich habe gemerkt, wie frustrierend es einfach ist, wenn man sich in dem Moment noch keine großen Features leisten kann und dann aber trotzdem von so welchen dann in Grund und Boden gemetzelt wird, sage ich mal. Einfach nur, weil sie es im Moment leisten können. Hi. Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Klar, immer. Wie viele brauchst du denn eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Das kaufe ich. 70. Vielen Dank. Oh, okay, 10 fehlen mir noch. Finde ich die jetzt auch so noch irgendwo oder muss ich mir die alle kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als müsste ich mir die alle kaufen. Oh, das macht ja nichts. Dann laufe ich ja so ein bisschen durch die Gegend. Also wie gesagt, was haltet ihr von Pay-to-Win? Seid ihr schon mal Opfer von Pay-to-Win geworden? Kennt ihr irgendwelche Spiele, bei denen das quasi gang und gäbe ist, dass man nur durch Bezahlen halt besser werden kann? Oder habt ihr das vielleicht auch selber schon mal gemacht? Ich will jetzt keinen verurteilen, der es macht. Wer halt Spaß dran hat und wer unbedingt möchte, dass er jetzt so schnell wie möglich halt auf Level 90 ist, weil er vielleicht auch keine Zeit hat, so viel zu zocken, da ist das jedem halt das Seine. Ne? Ich will jetzt nichts verurteilen.
Aber ich persönlich möchte es halt einfach nicht und ich finde es auch ein bisschen unfair, dann, wenn jetzt irgendwer daherläuft und sich darüber lustig macht, dass derjenige halt immer noch, wie gesagt, mit der Waldläuferrüstung Level 15 rumläuft, nur weil er sich nicht leisten kann, irgendwie 50 Euro auszugeben, um halt eine super awesome 70er-Rüstung mit Feuerschaden hoch 80 zu kriegen oder sowas, keine Ahnung. Warum wollte ich jetzt verzaubern? Keine Wenn man sich dann darüber lustig macht, beziehungsweise wenn man dann gerade auf solche kleinen Leute geht, die sich nun mal einfach nichts leisten können, dann finde ich das wiederum nicht so schön. Muss auch ehrlich gesagt nicht sein, finde ich. Das ist also das, was ich... Ich habe hier gerade eine seltene. Das ist so das, was ich so ein bisschen verurteile. Und überhaupt die Tatsache, dass man damit Geld macht, dass die Leute halt... einfach schnell im Spiel vorankommen wollen. Ich weiß nicht. Natürlich, jede Menge Spielehersteller machen sich das zunutze. Auch die Tatsache, dass die Leute ganz unbedingt direkt ein Spiel haben wollen und gar nicht erst warten möchten, bis irgendwas... Lumas! Das beste Beispiel ist, glaube ich, Assassin's Creed. Hui, hui, hui. Das ist auch ein bisschen von Apple War Pictures geklaut, muss ich zugeben. Das ist, kommt nicht von mir, aber ich habe halt durch sie quasi erfahren, dass dem so hier ist. Hier drüben! Ja, gleich später. Gesundheit! Hachu! Lumos! Hallo, Aurora! Das neueste Assassin's Creed Spiel war quasi noch gar nicht fertig, als es rauskam. Und da merkt man dann schon wieder die Korruption der Spielehersteller, dass sie einfach so schnell wie möglich irgendwas rausbringen wollen. War ich hier noch nicht drin? Offensichtlich nicht. Dass sie einfach so schnell wie möglich irgendwas rausbringen wollen, Hauptsache sich verkaufen irgendwas und können damit Geld machen. Hui. Und scheiß drauf, ob der Spielspaß der Spielspaß daran flöten geht oder nicht. Die Hauptsache ist, dass man Geld machen kann. Ja. Und so in etwa schätze ich halt diese Pay-to-Win-Geschichte ein. Dass es einfach auch ein bisschen ja, Korruption der Spielehersteller ist. Dass man einfach so viel Geld wie möglich aus den... Ich gehe jetzt vielleicht mal da hinten rein, dankeschön. Dass man einfach so viel Geld wie möglich aus den Spielern rausquetschen möchte. Und... ich muss zugeben, ich finde es auch irgendwie scheiße, ich war hier doch schon drin, gerade bei Kindern dann irgendwie diese vielleicht 10, 15 Euro, ja gut, das ist bei den heutigen, Entschuldigung, bei der heutigen Jugend vielleicht nicht mehr so ganz aktuell, dass die irgendwie nur 15 Euro Taschengeld kriegen. Hier war ich auch schon drin. Aber gerade bei Kindern, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Taschengeld bekommen und bei denen es nicht unbedingt üblich ist, dass die sich jetzt alles Mögliche leisten können. Hey, Harry, hier gerade drüben. Bei denen dann zu sagen, ihr müsst jetzt dafür bezahlen, dass ihr weiterkommt, ist schon echt fies. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Ja, genau genommen noch nach ganz vielen. Ja, ich nehme es. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und so? Ich muss jetzt einfach gucken, dass ich die restlichen Sammelkarten noch zusammengekauft kriege. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich die anderen noch finden kann. Tschüss, Harry. Und deshalb versuche ich es jetzt einfach erstmal so. Also wie gesagt, was haltet ihr von Pay to Win? Habt ihr das schon mal mitbekommen? Ich kann nichts mehr von ihr kaufen, das ist scheiße. Nein, keiner will mir mehr was verkaufen. Das heißt, die restlichen muss ich offensichtlich doch so finden. Habe ich alle vollständig? Nein. Ich mir nicht vorstellen. Doch. Holy shit, eine fehlt noch. Verdammt, eine fehlt. Wo finde ich diese eine verdammte Karte jetzt? Shit. Eigentlich wollte ich ja, dass das mein letzter Part ist. Aber offensichtlich ist der es nicht. Devolto!
Okay, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die letzte Karte ist. Ich gehe jetzt einfach mal hoch zum Laden von Fred und George. Und gucke, ob ich die letzte Karte finde, bekomme. Das sind Bonuskarten. Wo kriege ich denn die verdammten Bonuskarten her? Ist egal, ich gucke jetzt einfach oben in dem Laden von Sternlicht. Und dann passt das schon. Da will mir jetzt auch nichts mehr verkaufen, war schon klar. Nein, hier muss ich lang. Fortuna Major. Ja, danke. Es ist irgendwie komisch, auf einmal wieder so viel zu reden. Ich hatte vor 2-3 Tagen gar keine Stimme mehr. Hi Fred. Hi George. Okay, das ist auf jeden Fall die letzte Karte da hinten, die ich jetzt bekomme. Oh, das sieht aus wie... Ach, ich hab die... Was zum... Oh, was ist denn jetzt los? Moment. Ich habe schon wieder überzogen. No! Okay. Dann mache ich daraus hier den letzten Part. Das ist, soweit ich weiß, der Bonusraum. Und da habe ich jetzt ohne Ende Zeit, den komplett leer zu räumen. Das wird lustig. Und das mache ich dann auf jeden Fall im letzten Part. Wie gesagt, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr zu dem Thema haltet. Einfach alles, was euch so einfällt. Mich würde mal interessieren, was ihr davon denkt. Ob ihr das auch schon mal gemacht habt, ob ihr es machen würdet, ob ihr Spiele kennt, bei denen das der Fall ist. Und ob ihr Spiele gerne spielt, bei denen das der Fall ist. Das sind einfach so Dinge, die mich interessieren würden. Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mir auf jeden Fall auch eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und schaut unten in die Videobeschreibung, denn da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten und letzten Part von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bis dahin, ciao!